Er versucht auch seine Familie davon zu überzeugen. Du bist aber schnell. Hi Oma, alles klar. Hi, mein Schatz. Ja. Alles klar. Ja. Pierre Vogel wurde 1978 in Frechen bei Köln geboren und evangelisch getauft. Er besuchte eine katholische Schule. Nach Abitur und Zivildienst war er Jugendmeister im Amateurboxen und schlug anschließend die Profilaufbahn ein. Nach der Konversion kämpft er nun für sein Islamverständnis. Ihr Enkel versucht seit Jahren, Sie dazu zu bringen, zum Islam überzutreten. Ja, das stimmt. Aber geschafft hat er es nicht. Nee, das wird er auch nicht schaffen. Also ich bin ja evangelisch. So bin ich geboren, getauft, getraut und so möchte ich auch bleiben. Also das schafft er nicht, wenn er alles schafft, aber das nicht. Inshallah, mal gucken. Nee, das das geht nicht. Aber Sie wollen es noch versuchen, Herr Vogel? Ja, sicherlich. Bis zum letzten Atemzug. Ja, aber das schaffst du nicht, kannst du dich sein lassen. Ich werde es nicht sein lassen. Ich komme nicht in die Hölle, da brauchst du keine Angst haben. Meinen Sie, Sie kriegen das noch hin? Nein. Inshallah. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug.